Musikprojekt im Komma, das ist von mir eine geplante Sache. In meinem Praktikum wollte ich eine Aktivität durchführen und dazu habe ich mir gedacht, machst du ein Musikprojekt, ein bisschen gemischt mit handwerklichen Sachen. Und dazu kam dann die Idee, einen Cajon zu bauen. Am Anfang war die Jenny dabei mit dem Bau. Wir haben das alles verleimt und zurechtgesägt. Alex hat beim Schleifen geholfen. Ja, ich muss sagen, es ist echt gut geworden. Es klingt auch gut. Und dann ging es halt in den nächsten Schritt, damit auch Musik zu machen. Und dazu habe ich dann noch andere Percussion-Instrumente dazugeholt, damit wir auch in der Gruppe irgendwie ein bisschen mehr Klang haben. Versucht mit Rhythmuskarten den Jugendlichen das verständlicher zu machen oder ein bisschen so eine theoretische Orientierung zu geben, was eigentlich auch auf einem ganz einfachen Prinzip basiert, dass es blaue Karten gibt, die sozusagen signalisieren, okay, jetzt kommt ein Schlag, und die roten Karten, die eine Pause markieren quasi und somit eigentlich ein Viervierteltakt durchgezählt werden kann mit Schlag, Schlag, Pause, Schlag zum Beispiel. Ja, mein Ziel, mein Anliegen an der ganzen Aktion war eigentlich, den Jugendlichen irgendwie ein Angebot zu geben, was vielleicht nicht alltäglich ist, was sie vielleicht nicht überall bekommen. Also sprich, etwas Handwerkliches zu machen, zu sehen, dass sie selbst etwas bauen können, selbst zusammen ja, was leisten können und ja, selbst wirksam sind und dann im Nachhinein damit auch noch was machen können, also sprich Musik machen können. Ja, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, zusammen etwas was zu machen, also sprich in der Gruppe laut spielen, leise spielen, schnell spielen, Pausen mit reinbringen, zusammen erstmal einen Rhythmus halten, natürlich, das ist ja auch schon nicht einfach. Und die Jugendlichen haben das doch ganz gut gemacht.